In dieser Aufgabe sollen wir zwei Differentialgleichungen mit Substitution lösen. Und in Teil A ist es die Gleichung y' gleich x plus y in Klammern zum Quadrat. Und da bietet es sich an, z gleich x plus y zu setzen, sodass wir y' gleich z Quadrat haben. Und wenn wir das machen, dann erhalten wir eine Differentialgleichung für z, denn z' ist dann ja 1 plus y'. Für y' können wir einsetzen, dass es gleich z Quadrat ist. Ja gut, und dann können wir Trennung der Variablen machen, erhalten das 1 durch 1 plus z Quadrat dz gleich dx ist. Wenn wir das integrieren, dann erhalten wir auf der rechten Seite x plus eine Konstante und auf der linken Seite den Arkustangens von z. Jetzt können wir noch y auflösen. Y ist gleich z minus x. Z ist der Tangens von x plus c. Und dann müssen wir noch ein minus x daran fügen. Und das ist dann auch schon die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung. Wir sollten nur irgendeine Lösung finden. C können wir jetzt beliebig einsetzen, zum Beispiel. Ja, zum Beispiel einfach c gleich 0, dann hätten wir die Lösung y gleich Tangens x minus x. Dieser Teil der Aufgabe war recht einfach. Teil B wird jetzt unverhältnismäßig schwieriger sein. Da haben wir die Differentialgleichung y' plus y plus in Klammern Sinus x plus e hoch x mal y hoch 3 gleich 0 und dazu die Bedingung, dass y größer 0 sein soll immer. Hier wurde uns schon gegeben in der Aufgabe, dass wir z definieren sollen als y hoch minus 2. Wenn wir das machen, erhalten wir z' gleich minus 2 mal y hoch minus 3 mal y'. Und wenn wir jetzt einfach mal, ja, wenn wir jetzt einfach mal die ursprüngliche Gleichung durch y hoch 3 teilen, und das y' auf die andere Seite bringen, dann haben wir ein minus y hoch minus 3 mal y' ist gleich y hoch minus 2 plus Sinus x plus e hoch x. Und da können wir jetzt unser z einsetzen, erhalten, dass das gleich 1 halb z' ist auf der linken Seite und auf der rechten Seite z plus Sinus x plus e hoch x. Und jetzt ist die Frage, wie können wir so eine Differentialgleichung lösen? Ja, wenn wir einfach nur da stehen hätten, 1 halb z' ist gleich z, dann wüssten wir, was die Lösung ist, nämlich einfach z ist gleich e hoch 2x mal irgendeine Konstante. Ja, dann würden wir einfach schreiben, z ist gleich e hoch 2x mal irgendeine Konstante. Ja, jetzt haben wir aber noch diesen Term Sinus x plus e hoch x. Und was man da immer für einen Ansatz wählt, ist, dass man Variation der Konstanten macht, so nennt man das. Das heißt, man schreibt jetzt nicht einfach eine Konstante noch dahinter, sondern eine Funktion. Und die nennen wir einfach mal u. Das ist jetzt eine Funktion von x. Und wir versuchen mal mit diesem Ansatz die Differentialgleichung zu lösen. Das ist natürlich, ja, eigentlich ist es gar keine richtige Annahme. Denn wenn z unsere Lösung ist, dann können wir über diese Formel einfach unser u definieren. Und das ist also de dementsprechend immer möglich, das so zu schreiben. Aber wenn wir das machen, dann hilft uns das tatsächlich sehr, denn wenn wir jetzt mal ein halb z', was wir ja da oben hatten, hinschreiben, dann müssen wir die Produktregel anwenden und bekommen dann einmal, wenn die Ableitung auf den ersten Term fällt, einen Faktor 2 heraus. Also bekommen dann ein 2 mal z, aber das 1 halb hebt die 2 wieder weg, sodass wir einfach nur z erhalten. Ja, und dann erhalten wir noch, wenn die Ableitung auf das u fällt, ein e hoch 2x mal u'. Und jetzt wissen wir aber von der Gleichung hier oben,
dass unser e hoch 2x mal u' gerade Sinus x plus e hoch x sein muss. Ja, also das hier muss gleichzeitig sein Sinus x plus e hoch x. Wir müssen also nur noch ein u finden, sodass das hier gilt. Lösen wir also einfach mal nach u auf. U ist das Integral von u'. Und für u' können wir jetzt einsetzen, das ist e hoch minus 2x mal Sinus x plus e hoch minus x. Nach x integriert. Ja, jetzt müssen wir dieses Integral bestimmen und das ist natürlich wieder ein bisschen kompliziert. Aber so ein Integral, das hatten wir, ich weiß nicht, ob es auf dem letzten Blatt war, jedenfalls irgendwann hatten wir das mal. Da muss man einfach zweimal partiell integrieren und bekommt am Ende eine Gleichung für dieses Integral. Ich möchte jetzt dieses ganze Prozedere nicht nochmal hier durchführen, weil das die Aufgabe ein bisschen aufblähen würde. Und gebe jetzt einfach mal das Ergebnis für dieses Integral an. Das ist minus e hoch minus 2x mal 2 Fünftel Sinus x plus 1 Fünftel Cosinus x. Ja, und e hoch minus x, das können wir natürlich aufleiten, das ist minus e hoch minus x. Und dann erhalten wir noch eine Konstante. Wenn wir jetzt das mal einsetzen, dann haben wir das 1 halb z. 1 halb z gleich e hoch 2x mal u ist. Und wenn wir da eben das u einsetzen, erhalten wir, ja hier oben muss es natürlich ein e hoch minus 2x sein, dann erhalten wir minus 2 Fünftel Sinus x minus 1 Fünftel Cosinus x minus e hoch x plus Konstante mal e hoch 2x. Ja, und y war ja gesucht und weil z gleich y noch minus 2 war, ist also y gleich z hoch minus 1 halb. Setzen wir das also ein, dann erhalten wir minus 4 Fünftel Sinus x minus 2 Fünftel Cosinus x minus 2 mal e hoch x plus 2c mal e hoch 2x und das Ganze hoch minus 1 halb. Und da können wir jetzt eine beliebige Konstante c wählen und erhalten eine Lösung y unserer Differentialgleichung.